Wir werden jetzt hören über ein Beispiel, nämlich von Samsung, das Beispiel eines Unternehmens, das selber eine mobile Plattform herstellt und vertreibt. In diesem Fall Samsung Bada. Und der Referent ist Manfred Bortenschlager von Samsung. Bitte schön. Dankeschön, Herr König, für die nette Vorstellung. Mein Name ist Manfred Bortenschlager. Ich bin selbst Absolvent der FH Salzburg, habe 2003 einen Studiengang für Telekommunikationstechnik und Systeme abgeschlossen. Das war also quasi der Vorgänger von ITS. Habe dann mehrere Jahre in Salzburg für die Salzburg Research gearbeitet, in der angewandten Forschung, und bin dann zu Samsung gewechselt, zu Samsung Mobile in London, und bin dort jetzt Teamleiter des Bada-Teams. Und ja, insofern ist es für mich natürlich eine große Freude und eine große Ehre, sozusagen wieder zurückzukommen und jetzt hier diesen Vortrag zu geben. Und es ist quasi ein bisschen so back to the roots für mich. Okay, ich wurde von der FH gebeten, einen Vortrag zu geben zum Thema Herausforderungen bei der Einführung mobiler Betriebssysteme und App Stores. Ich werde sehr gerne darüber referieren und ich werde immer wieder ein paar Beispiele bringen aus der Bada-Welt oder von dem Bada-Produkt. Nicht so sehr, weil ich Ihnen die Bada-Idee verkaufen möchte, also ein bisschen vielleicht, aber im Grunde deswegen, weil es sozusagen meine tägliche Arbeit ist und ich über dieses Betriebssystem und über diese Plattform mehr sagen kann als über andere Plattformen und Ecosystems. Okay, bevor ich jetzt loslege, nur kurz für mein Interesse, würde mich interessieren, wie viele von Ihnen oder wer von Ihnen hat zuvor schon einmal etwas von Bada gehört? Bitte Hand heben. Ich hoffe, jeder, der in meinem Seminar am Vormittag war, hebt jetzt auch die Hand. Okay, das ist also sehr gut. Mehr als die Hälfte, das ist schon mal super. Okay, zum Vortrag. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Okay, wunderbar. Gut, ich werde den Vortrag beginnen. Ich habe das genannt, so die Meta-Herausforderung. Also es geht ja in meinem Vortrag um Herausforderungen für Handyhersteller, wenn man ein weiteres oder neues Betriebssystem am Markt einführen möchte. Und ich habe das jetzt genannt als Meta-Herausforderung. Was ich damit meine ist sozusagen, was ist die Motivation? Warum geht der Handyhersteller her und sagt, er will ein weiteres Ökosystem einführen, wo es doch eh schon sehr viele gibt und wo es eh schon vor allem zwei gibt, die am Markt sehr, sehr stark sind. Ich werde es dann hinterlegen mit ein paar Marktentwicklungen, werde ein bisschen aufzeigen, wie groß der Markt eigentlich jetzt schon ist, ob da noch Platz ist für ein weiteres Ökosystem, und werde ein paar Trends skizzieren und ein paar Entwicklungen und Indikatoren, die aufzeigen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird. Und dann werde ich ein paar Herausforderungen darstellen. Ich versuche das immer ein bisschen so als Fragestellung darzustellen und dann versucht, eine Lösung zu geben, und das Ganze ein bisschen untermauert mit Bada-Beispielen oder wie wir das gemacht haben oder machen mit Samsung Bada. Okay, zur Meta-Herausforderung. So, wie gesagt, es gibt am Markt bereits zwei sehr große, sehr starke Plattformen, die angeboten werden. Das ist also, wie jeder weiß, das Apple-Ecosystem mit dem iPhone und Googles Android. Und dann gibt es eine ganze Reihe von kleineren oder vermeintlich kleineren, wie BlackBerry, Nokia OV Store, Windows Stores und Windows Phone. Warum geht jetzt ein Handyhersteller wie Samsung her und sagt, er kommt mit einem neuen, weiteren Ökosystem auf den Markt? Die Hauptherausforderung oder die Hauptmotivation ist ganz einfach die, dass man vermeiden will, zum einfachen Hardware-Lieferanten degradiert zu werden. Das klingt hart, ist aber so. Das heißt, die heutigen Hardware-Lieferanten differenzieren sich zum einen schon auch über die Hardware, aber vor allem und mehr über die Services basierend auf der Hardware. Und einer der wichtigsten Services, wie Sie sicher wissen, sind die App-Stores. Und das ist der Weg, wie sich Hardware-Lieferanten untereinander unterscheiden können. Und das ist auch der Grund, warum Samsung jetzt mit diesem neuen Ecosystem mit Bada auf den Markt gehen will. Das heißt, das ist der Grund, wir wollen vermeiden, zum reinen Hardware-Lieferanten degradiert zu werden. Wenn wir das nicht machen, läuft Gefahr, dass wir Marktanteile verlieren und dann besteht ein gewisses Risiko, dass wir früher oder später aus dem Markt ganz ausscheiden. Und das ist der Grund, das ist die Motivation, das ist unsere Meta-Herausforderung, warum wir uns entschieden haben,
diesen Aufwand, und der ist ja erheblich, so ein Betriebssystem zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Das ist der Grund, warum wir das gemacht haben. Okay, so wie gesagt, eine Gegenmaßnahme, für die wir uns entschieden haben, um diesem Problem zu entgegnen, ist die Erstellung und Etablierung eines, man nennt das gemeinhin Mobile App Ecosystem. Und so ein Mobile App Ecosystem umfasst mehrere Komponenten. Die zentrale, wichtigste Komponente ist natürlich die technische Plattform, oder in anderen Worten, das ist quasi das Betriebssystem, welches am Smartphone oder am Handy installiert ist. Plus, und das ist jetzt sehr wichtig, die offenen Programmierschnittstellen. Das heißt, nach oben hin, die APIs sind offen, sodass jeder Programmierer frei für diese Plattform Applications entwickeln kann. Der zweite wichtige Punkt, der ist ebenfalls kritisch, ist der App Store. Das heißt, der App Store ist der zentrale Marktplatz, wo die Applikationen angeboten werden, wo sie promoted werden und wo jeder Benutzer die Applikationen dann frei verfügbar downloaden kann, sich kaufen kann und dann am Endgerät installieren kann. Und dann gibt es noch ein paar weitere kleinere Punkte, die auch Teil eines Ecosystems sind. Das sind also Dinge wie der Aufbau einer Community. Natürlich, ein App Store lebt von den Apps. Die Apps werden entwickelt von Programmierern. Und von daher ist es wichtig, sozusagen eine Community aufzubauen, die Developer mit entsprechendem Support zu versorgen und derartige Dinge. Weitere Dinge im Ecosystem sind entsprechende Marketing- und PR-Maßnahmen und sehr wichtig auch die entsprechenden Vertriebskanäle, die Möglichkeit, Werbungen anzubieten in den Apps, wo sie auch wieder sozusagen eine Infrastruktur braucht im Hintergrund, und sehr wichtig, die Verrechnung und das Billing muss funktionieren. Okay, so, wenn man jetzt sich entschieden hat, ein derartiges System einzuführen, da gibt es natürlich eine ganze Reihe, also eigentlich eine riesen Latte von Herausforderungen natürlich. Und ich habe jetzt mal versucht, diese Herausforderungen in Gruppen einzuteilen. Die erste Gruppe, die mir eingefallen ist, sind technische Herausforderungen. Das ist ganz klar. Also ein derartiges System muss gewisse Verfügbarkeit gewährleisten können, muss skalierbar sein, muss entsprechend sicher sein. Die mobile Plattform muss Dinge abdecken wie regelmäßige und funktionierende Software- und Firmware-Upgrades und viele Dinge mehr, die alle unter diesem Deckmantel technologische Herausforderungen fallen. Zweite Gruppe sind Internas. Das heißt, es wird immer eine Rolle spielen, das Management zu erzeugen, zu mehr Risikobereitschaft zu bewegen und schlussendlich die Budgets genehmigt zu bekommen. Und die dritte und letzte Gruppe von Herausforderungen sind Mechanismen, Maßnahmen, die man setzen kann, um letztendlich das Produkt, in dem Fall das Mobile Ecosystem, am Markt einzuführen, zu positionieren und zu etablieren. So, die ersten zwei Punkte, die ersten zwei Gruppen, würde ich sagen, sind eigentlich sozusagen orthogonal. Die gelten quasi immer, wenn man ein technisches System einführen will. Das heißt, ich werde mich jetzt eigentlich nur auf diesen dritten Punkt fokussieren, weil ich glaube, der ist eigentlich interessant und der ist spezifisch für App Stores, für Ecosystems und für mobile Plattformen. Das heißt, auf den gehe ich jetzt näher ein. Okay, erste Herausforderung oder erste große Fragestellung, die man sich stellen muss, ist der gesamte App-Markt eigentlich groß genug? Also ist der Platz für ein weiteres Ecosystem? Okay, die Antwort ist, der Markt ist definitiv groß genug, und ich habe ein paar Zahlen, die das veranschaulichen sollten. Der globale Gesamtumsatz an verkauften Apps, das heißt Umsatz generiert nur aus dem Verkauf einer App, waren im ersten Halbjahr 2010 2,2 Milliarden US-Dollar. Und der zweite Bullet Point auf dieser Slide zeigt auch, wie stark das gewachsen ist. Es waren im gesamten Jahr 2009 waren es 1,7 Milliarden Dollar. Das heißt, es ist ein Zuwachs von 30% in nur einem halben Jahr. Also ich habe jetzt keine Zahlen für 2011, aber allein diese Zahl zeigt ein sehr starkes Wachstum. Und das ist jetzt nur der App-Verkauf. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, um Revenue zu generieren. Eine zweite Möglichkeit ist Advertisement, das heißt Werbung schalten in der mobilen Applikation. Und da wird für 2011 der Gesamtumsatz auf 5 Milliarden Dollar geschätzt. Okay, weitere Indikatoren oder weitere Punkte, die diesen,
die bestätigen sollten, dass der Markt groß genug ist, beziehungsweise sehr stark wächst, ist diese Folie hier. Ich habe mir das ausgeborgt von Morgan Stanley. Wenn Sie das interessiert, es gibt eine Analystin von Morgan Stanley, die heißt Mary Meeker, die hat auch einen Blog, die Top-Zahlen zur Mobilbranche liefert. Also wenn Sie das interessiert, schauen Sie da rein. Die hat immer sehr gute Up-to-Date-Informationen. Was diese Grafik zeigen soll, ist, Sie haben auf der horizontalen Achse die Zeitachse, auf der vertikalen Achse die ausgelieferten Geräte in Millionen. Und dann haben Sie drei Farben für die Balken. Rot sind die Desktop-PCs, blau sind die Notebook-PCs und grün sind die Smartphones. Und das heißt, Sie sehen auf einen Blick, dass der Balken, der die Smartphones repräsentiert, sehr stark ansteigt. Und im Jahr 2012 wird vorhergesagt, dass die Anzahl der verkauften Smartphones die Anzahl der Notebooks plus die Desktops übersteigt. Und wir reden da von einer ausgelieferten Anzahl von 450 Millionen Endgeräten weltweit. Und das sind aber nur die Smartphones. Wie Sie vielleicht wissen, momentan sind von allen Handys, die verkauft werden, nur ca. 20% Smartphones. Das heißt, ja, es sieht so aus, als ob der Markt wirklich sehr, sehr stark wachsen wird, auch in Zukunft. Okay, noch ein paar weitere Zahlen, die ich vorbereitet habe. Nochmal zum Thema Marktgröße. Momentan gibt es auf der Welt 5,2 Milliarden Handyverträge weltweit. 5,2 Milliarden. Im Gegensatz dazu besitzen nur 4,2 Milliarden Menschen der Welt eine Zahnbürste. Also es ist durchaus interessant, man muss sich das vorstellen. Es gibt mehr Menschen auf der Welt mit Handys als Menschen mit Zahnbürste. Ein weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit. 91% der Handybesitzer haben das Handy immer in Griffweite, also 24/7, jederzeit, auch in der Nacht. 91% der Menschen sagen, sie haben das Handy in Griffweite. Im Durchschnitt schauen Menschen oder Handybesitzer 150 Mal am Tag aufs Handy. Diese Studie, Sie können das gerne dann bei den Quellen nachlesen, wenn Sie wollen. Diese Studie bezieht sich auf Großbritannien. Ich denke aber, die Trends, die diese Studie skizziert, ist durchaus auch gültig für Europa, Zentraleuropa. Ein weiterer Punkt ist, es ist individuell. Das heißt, 60% der verheirateten Personen teilen das Handy, die Kontakte, die Messages am Smartphone nicht mit dem Ehepartner. Und erstaunlicherweise, es ist offensichtlich sehr relevant, 11% der unter 25-Jährigen behaupten, es ist okay, während dem Sex SMS zu lesen. Das ist doch ziemlich interessant, ziemlich erstaunlich, wenn man sich das vorstellt, bildlich. Interessant ist auch, bei den über 25-Jährigen ist diese Zahl nicht wesentlich kleiner, also das sind glaube ich 8% oder so. Ist interessant und auch sehr amüsant, wenn Sie Lust haben, lesen Sie es nach, das ist die sogenannte Retrievo Gadgetology Report, können Sie gerne nachlesen. So, weitere Indikatoren für die Größe des Gesamtmarkts. Wie Sie alle wissen, der Trend zeigt, dass alles sozusagen konvergiert, weg von den sogenannten Single-Purpose-Geräten zu den Multipurpose-Geräten. Das heißt, Single-Purpose-Geräten, das ist meine Digitalkamera, die Fotos macht, das ist mein MP3-Player, der MP3s spielt, das ist mein Autoradio, das mir Radio im Auto erlaubt. So, das sind die Single-Purpose-Geräte und es geht hin zu Multipurpose-Geräten. Und es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass das im Endeffekt das Smartphone sein wird, weil man mit dem Smartphone all diese Dinge mittlerweile schon abdecken kann.